dann ist das klar. Ja, dann fahren wir das erstmal verkaufen. Guck mal, es steht. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier bei uns im Niemandsland. Und ja, wir sind gerade dabei, da hatten wir letztes Mal unterbrochen, hier abzuladen, die Erdbeeren. Und da habe ich gesagt, ist das so eine kurze Geschichte? Ah, hier frisst er wieder. Ist also doch nicht voll. Ja, habe ich mir fast gedacht. Gestern war der Laden krank, jetzt frisst er wieder, Gott sei Dank. Erdbeeren, da stehst du drauf, ne? Ja, ich merke schon. Ah, die willst du nicht, wenn ich ein Stück vorfahre? Ah, jetzt. Ja. Gut. Na komm. Jawohl. Erstmal die Sicherung. Und dann gehen wir mal gucken. Ist wahrscheinlich immer noch rot, der Balken, oder? Bei den Erdbeeren. Der bleibt auch rot. Hä? 30.000 Liter Erdbeeren hier drin. Und der gleiche Anzeige, als wenn gar keine drin wären. Dabei war der gerade... Schwupp. Wie viel mögen da reingehen? Aber wenn ich das sehe, Mehl... 66.000 Liter? Ist gar nicht so wahnsinnig viel, ne? Zucker? Ja, Zucker könnte man ja was reinbringen, oder? Guck mal. Ja, wieso nicht? Milch ist eine Menge, Eier ist gut, Butter, Erdbeeren auch. Weizen und Gerste, das machen wir ja eigentlich eher in der Mühle. Es sei denn, wir merken, das kriegen wir nicht alles gebacken. Dann machen wir das eben auch hier. Mehl, jo. Ja. Zucker bringen wir. Zucker bringen wir. Na, damit auch die Kuchenproduktion hier nicht irgendwann versiegt. So. Und dann machen wir jetzt erstmal das Gemüsezeug abladen da. Fahre ich da am besten so rum. So. Gut, in der Zeit gehe ich mal eben gucken, wie die Helfer sind, ob da... Siehst du? Voll. Der kostet unnötig Geld. Da, ich habe nur den Helfer ausgemacht. Da hüpft er zur Seite. Und dann mache ich den Motor aus. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Wir machen das erst fertig hier. Ach, guck mal. Apropos fertig. Siehst du? Der auch gleich. Fertsch. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Der hatte eben nur am Anfang die Schwierigkeiten. Nur gespannt, wenn hier diese Kante ist, was da passiert. Wenn dann ein Streifchen stehen lässt, können wir mit leben, ne? Ah ja. Ach, das läuft schon. So. Hier wollten wir also den Zucker hinbringen. Erfolgreich beendet. Ja, dann ist er da fertig. Da werden wir uns jetzt drum kümmern, den gleich an den nächsten Feld ansetzen. Dass wir da auch schön weiterkommen. So, dann bleibe ich jetzt hier erstmal stehen. Uiuiui. Das geht immer so schnell hier. So, das bringen wir gleich weg. Aber vorher werden wir eben die Helfer wieder in Gang kriegen. Wie sieht's eigentlich aus, repariert? Ach, was, das geht noch, ne? Ja, doch, komm. Das ist immer so, wenn der Reparaturstatus so ein bisschen runtergesaust ist, dann wird der so langsam. Und das kostet mich letztendlich mehr Geld, als wenn ich mal zwischendurch eben reparieren fahre.
Nur eben reparieren. Sonst nichts. Wir haben doch keine Zeit. Wir sind doch hier in Action. Ja, 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 ja. Kostet alles Geld. Den nicht. Gut. Nee, da wollen wir nicht. Einmal zu viel gedrückt. Weiter. Jetzt hat nächstes Feld. Weil wir müssen auch langsam mit der Steine-Sammelitis anfangen, weil das ist ja eine Menge, ne? So, und hier mache ich das immer, weil da hinten ja dieser steile Bereich ist, mit den Felsen da, machen wir da ein Vorgewände, würde ich sagen, von drei Reihen, oder? Oder kriegt der das hin? Ja, das kleine Ding schafft der, ne? Aber eine mache ich. Einmal hin und zurück mache ich, komm. Besser ist, das ist sonst ein bisschen oll hier. Auf geht's. Zwei Reihen machen wir eben. Geht ja recht zügig. Boah. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Wendeplatz. Da müsste der Helfer eigentlich gut klarkommen, dass der sich da nicht zu Tode kurbelt. So. Einmal umdrehen. Oh, es gibt Regen, sagt das Wetterbericht. Aber wir haben halbschnelle Zeit. Das kann auch dauern. Vorläufig sollte uns das jetzt noch nicht begegnen. Manchmal ist da so, oh, das kommt Regen. Wie mache ich das denn? Da kann ich ja dit und jenes nicht machen. Und dann kommt der Regen nur kurz beim Übernachten. Das ist so einmal kurz wusch, und vorbei. Also es lohnt sich gar nicht, da ernsthaft Gedanken, Kante reingemacht, Gedanken drum zu machen. Sollte reichen an Vorgewände. Dann schicken wir den jetzt los. Und dann gehen wir noch die Kartoffeln ausleeren. So. Aha. Schön gerade. Und Helfer an. Siehste. Also ich hätte ja, wenn ich das Spiel machen würde, wahrscheinlich die Helfer teurer gemacht. Die kosten ja fast nichts, ne? Die sind so billig, das sind so billige Arbeitskräfte. Also dieser Niedriglohnsektor, der hat sich auch schon in den virtuellen Welten hier breitgetreten. Ist leider so. Will ich teurer machen, dass sich so mancher überlegt, ach nee, das mache ich lieber selber, das kostet mir sonst zu viel Geld. Damit die Leute auch noch selber übers Feld fahren und nicht alles nur noch delegieren. Weil das ist doch eigentlich das Spiel. So, dann machen wir hier. Jetzt wollen wir aber erstmal die Kartoffeln wegfahren. Jo. Auf geht's. Ja, siehst du, da haben wir doch schon bestimmt das halbe Feld abgeerntet, oder? Ah ja. Das sind ungefähr 4 Füllungen. Das heißt also, so ungefähr 400.000 Liter an Kartoffeln gibt dieses Feld her. Und dann haben wir das hier auch nochmal, dürfte annähernd so sein, würde mal sagen, vielleicht 300.000. Ja. Oh, schnell, 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 bevor wir den stören da. Dann sagt er, wurde von einem Objekt. Solange da nicht steht, entfernen Sie dieses Objekt aus dem Störbereich. Dann wäre ich vielleicht ein kleines bisschen ungehalten. So, das geht ja rotzfotz. Habe ich jetzt rotzfotz gesagt? Ruckzuck. Naja. Oder ratzfatz. Und wenn man da irgendwie durcheinander kommt, dann hat man schnell mal was Böses gesagt. Obwohl böse ist das ja nicht. Das ist nur nicht das schönste Wort, ne? So. Jetzt fahren wir den schon wieder in die Quere. Ah, das wird noch spannend, ob der das hier gut macht, die Ecke gleich. Das könnte man sich nochmal angucken. Hier ist richtig geschäftiges Treiben. In dem Großagrarbetrieb Julia Let's Plays. Hat ja auch nur gerade mal gut 300 Folgen gedauert, bis wir mal hier richtig einen Großbetrieb aufgebaut haben. Ging ja ratzfatz. Wann habe ich angefangen?
Dezember 19 hätte ich jetzt fast gesagt. Dezember 2021, ne? War doch so. Ich komme auf 19. Ja, man merkt das, ich bin alt. Ich bin echt alt. So, Helfer an, damit er da die Kurve kriegt. Kriegst du den Streifen mit? Ja, ne? Aber sicher. Gut. Gut. Der macht das auch wunderbar. Der scheint auch gut gedreht zu haben da hinten. Er ist auch fleißig. Da ist er jetzt bald so weit, dass er die längeren richtigen Dinge macht. Da wird er bestimmt so einen Streifen stehen lassen oder so. Aber ja, gut. So, und hier waren wir zu Gang und da haben wir gesagt, den bringen wir jetzt da in die Bäckerei. Dann ist da auch erstmal genügend Zucker drin. Da kommen jetzt nochmal 15.000 Literchen dazu. Das ist doch schon mal ein Anfang. Hier, ein Fass ohne Boden. So. Nein! Ach Mann! Ich habe doch nur die Gurte gelöst. Soll ich das wirklich demnächst machen? Also ich glaube, ihr sagt schon seit ungefähr gefühlten 200 Folgen, lasst doch die Gurte dran, bis das fertig ist. Ne? Gib zu, habt ihr bestimmt schon gesagt. Jetzt kann ich das auch nicht. Warum lädt er die denn jetzt nicht auf? Ah, den hat er jetzt aber geholt. Das ist ein Kack, ey. Ich glaube, ich lasse das. Ich mag das noch. Ich denke immer, wenn der mal so ein Klitsch, 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 Klitsch sagt, das ist so, als wenn er sagen wollte, warum hast du denn die Gurte nicht weggenommen? Ne? Deswegen mache ich das wohl immer. Ich denke immer, das, man muss doch die Gurte wegnehmen, sonst kann man doch nicht abladen. In der Realität wäre das ja so. Man macht erst die Gurte los, um dann abladen zu können. Und das sitzt bei mir so, dass ich das auch hier so machen will. Und, ja. Aber ich glaube, das ist nicht die gute Idee. So. Nochmal eine Ehrenrunde fahren. Ah, es hat geklingelt. Ich muss mal eben an die Tür. Gut. Jetzt können wir sie aber ganz, ganz bequem wegmachen, die Moni-Sicherung. Nee. Wollten wir noch irgendwas einsammeln? Hier ist nichts, ne? Ich werfe nochmal einen Blick. Außer die Möbel. Achso, da haben wir noch den Kuchen einzusammeln. Da, ja, das können wir noch machen. Dann wäre da noch Honig. Ja, das nehmen wir jetzt noch mit. Ne? Ach ja. So, dann hüpft mal eben drauf, ihr Möbel, ihr. Ihr Möbel, ihr. Schwupp. Moni auch wieder mit. Und dann los geht's hier. Jetzt noch die, erstmal den Kuchen holen. Dann haben wir, glaube ich, noch Eier und Honig, die wir da einsammeln können, wenn sich das denn lohnt. Ich meine, wenn ich sowieso zum Lager fahre, kann ich das auch eben alle mitnehmen. Na, hier müssten ja dann auch theoretisch, also rein theoretisch, guck mal, jetzt muss ich erstmal so machen. Das hat ja ganz keinen Zweck, ne? Sonst sind die Gurte ja falsch. So, jetzt warte ich mal. Da müsste eigentlich rein theoretisch genau... Oh, der ist sogar voll gewesen. Der hat ja schon aufgehört. Das ist das, was eigentlich möglichst zu vermeiden sein sollte. Denn wenn der vier Stück hat, dann hat der mit der Produktion gestoppt. Ich finde das auch ein bisschen wenig, dass der nur vier Paletten raushauen kann. So, dann wollten wir noch eben bei den Eiern vorbei. Das lohnt sich gar nicht. Die Eier lassen wir stehen. Also das ist ja... Pillepalle ist das doch. Aber hier beim Honig. Vielleicht lohnt sich das schon. Honey, honey, honey.
Aber ich glaube, so lange ist das noch gar nicht her. Ist immer schwer zu schätzen, weil man ja mal die Zeit schneller laufen lässt und mal langsamer. So, mal warten. Das dauert immer eine Weile, ne? Bis da wieder was erscheint. Die Palette ist aber offenbar ganz voll. Naja. Warten. Müsste man so eine Quiz-Sendung Rate-Melodie einmachen. Siehst du? Oh Gott, das dauert aber wirklich lange, ne? Und dann jetzt die Quizfrage. Rembrandt malte ein Bild. Wie hieß der Mann von der Frau des Malers? Blum, 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 von Rembrandt? Richtig! Okay. Welche Jahreszeit wird in dem folgenden Lied besungen? Ist so kalt der Winter. Frühling? Nein. Ja, dann weiß ich nicht. Na gut, eine Chance noch. Letzte Frage. Wie heißt dieser Vogel? Walter? Nein. Ach, Sie meinen mit Nachnamen? Ja, den weiß ich nicht. Ja, schade. Ey, sag mal, wie viel ist denn da wieder? Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten schon. Heiligsblechle. Kommen da etwa noch mehr? Ah, die ist nicht voll. Dann lassen wir die stehen. Ach komm, nehmen wir mit. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir gleich ganze Sachen. Guck mal, was viel Honig. Boah. Wenn wir irgendwann mal die Müsli-Fabrik haben, dann können wir den gebrauchen. Deswegen verticke ich den ja nicht, ne? Ah, was haben wir hier? 2517 Liter Honig. Naja. So. Sind wir doch ein paar Mal mit den langsamen Trecker gefahren. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, weil die Wege ja nicht so weit sind. So, warte mit Moni, bis das abgeladen ist. Er ist ein Insider. Ich nenne die Gurte immer Moni-Sicherung. Das hat damit angefangen, dass die Moni sich immer so herrlich amüsiert hat, wenn mir die Paletten da wieder vom Wagen gefallen sind. Und dann habe ich gesagt, um eben diese Moni-Amüsement zu verhindern, muss ich die Gurte machen. Deswegen nenne ich die Moni-Sicherung. Nur für die, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben. So. Und nü? Ja, ich weiß auch nicht. Halb voll ist er. Da hat er was stehen lassen. Ach, warum machst du denn sowas? Da muss ich alles nochmal abfahren und gucken, ob du was stehen gelassen hast. Das ist doch all. Ja gut, wenn das alles ist, wollen wir ja mal nicht so päpstlich sein, ne? Dann hier, ja, da ein kleines Streifchen, aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Und wenn der hiermit fertig ist mit dem Feld, dann setzen wir den auf das große an. Dann soll der den anderen Trecker ablösen, damit wir unseren Trecker wieder haben. Dann fangen wir nämlich schon an mit der Steine Samelitis. Aber hier muss ich auch erst noch ein bisschen nacharbeiten, ne? Sehe ich mal gerade. Ja. So, ach so, hier, das hat er gut gemacht. Guck mal. Da sehe ich nichts. Da vorne ist so ein kleines Streifchen, da in der Mulde da. Aber gut. Da will ich mich jetzt nicht beklagen. Das läuft ganz gut. Boah, und da muss er das auch noch alle. Das machen wir den Kleinen, auch wenn das ein bisschen dauert. Schauen wir mal. Aber gut, dass ich jetzt so losgelegt habe und beide Trecker hier mit dem Pflügen schon mal angesetzt habe, weil es sind doch schon ordentliche Flächen hier zu bearbeiten. Na? So, was kann ich denn? Ich könnte eine Verkaufsfahrt machen, allerdings dann wieder mit dem langsamen Trecker, ne? Dazu gucken wir doch mal nach den Preisen. Wie stehen die denn eigentlich? Lohnt sich das denn? Also, was hätten wir denn da? Wir haben da vor allen Dingen, ach ja, ich meine, Tomatensoße und gemischten Salat, den können wir immer verkaufen. Genauso so wie Spaghetti, ne, weil da tut sich nicht viel. Gucken wir mal hier weiter unten, was das alles. Also, hier die Nudeln. 8,3. Nein, 8,3 ist mein, ach. Hier die Nudeln, machen wir mal den aktuellen Preis.
Bäckerei, da können wir ja nicht, da kriegen wir ja kein Geld. Wir müssen wir den nehmen. Hier, Rewe 2,9. So. Und die schwanken? Ja, das ist alles egal. Da ist auch kaum ein Unterschied. Naja, da sind keine großen Schwankungen. Das heißt also, Tomatensoße ist halt ähnlich. Zwischen 2,5 und 2,6, das ist alles gemischter Salat, sind auch keine großen Bewegungen drin. Was haben wir denn noch? Die Kartoffeln, ne? Hier Pommes. Wo sind denn die Pommes? Da oben. Da zwischen 903 und 906 können wir verkaufen. Premium-Kartoffeln haben wir ja noch keine. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Sachen raus und verticken die, um die Zeit noch auch so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, während die Helfer noch beschäftigt sind. Die sind ja noch nicht ganz fertig. Die Armee der Helfer. Diese Titelsgebung wurde übrigens inspiriert durch einen Kommentar letztes Mal. Da war da irgendwas, oder war das im Stream, weiß nicht. Armee der Finsternis. Mit der Kettensäge. Ja, genau, im Scam war das. Armee der Finsternis. Hör doch da mal. Nee, ich musste den jetzt so ansetzen, dass wir da gut an die Aufnahmestellen kommen. Einmal rum, hier. Nicht umkippen. So. Und dann stellen wir den schon mal hier so ab. So. Und dann gehen wir mal dahin. Was ist hier eigentlich mit Mineralfutter? 4,9, jo. Schon wieder hier. Zucker 109.000. Heiliges Blechle. Ich glaube, das können wir gar nicht alle so wirklich verarbeiten. Irgendwann gehe ich hin und verkaufe den Zucker. Aber da fällt mir was ein. Wie steht es eigentlich mit unserer Silageproduktion? 80% hat einen fast vollen. Okay. Dann wollen wir gucken, dass wir hier zurande kommen. Also. Pommes. Okay. Wie viel hast du denn? Drei. Hau raus. Nächste. Zucker nicht. Gemischter Salat. Okay, wie viel hast du denn? Drei. Hau raus. Mehr sind das nicht? Echt nicht? Also, Eier, Erdbeeren, Kuchen, Mehl, Käse. Käse? Nee, mal gucken. Wolle. Ach, Wolle. Honig? Boah, 11,7. Nudeln. Okay. 12 Paletten. Ich glaube, jetzt sind wir hier schon. Am Ende, ne? Ja, die müssen wir erstmal einsammeln. Fehlt noch eins, ne? Was fehlt noch? Tomatensoße, glaube ich, ne? Müssen uns gleich wieder um den vollen Korntank kümmern. Der wird gleich voll sein. Ja, Nudel ist einiges hier. Die Tomatensoße war da, glaube ich, nicht. Guckt da nochmal durch. Zucker, nein. Eier, nein. Erdbeeren, nein. Kuchen, nein. Mehl, Käse, Wolle, Honig, Nudeln. Immer noch? Wisst ihr, deswegen war der nämlich schon. 2 Paletten können wir noch. Eier, Erdbeeren, Kuchen, Mehl, Käse, Wolle, Honig, Tomatensoße. 7. Ich glaube, jetzt sind wir durch, ne? Ich guck noch mal. Eier, Kuchen, Mehl, Käse, Wolle, Honig, Schokolade. Da müssen wir die Preise kontrollieren halt, ne? Dann würde ich eventuell noch machen, wenn. Ja. Wenn da noch jede Menge Platz auf dem Trecker wäre, aber ich glaube, so viel ist da nicht mehr. Da, guck mal. Kriegen wir gar nicht alles mit. So, ich mach mal den Motor aus, weil. Ja, 93, den müssen wir erstmal gleich leer machen. Oh, mit der nächsten Fuhre kriegen wir das womöglich hin, ne? Ich könnte ja hingehen, bevor wir den Rest hier ansetzen, schon mal die kleinen Stöpsel, die er vergessen hat, noch einsammeln, ne? Aber es ist doch ganz gut, dass ich das auch mit dem Helfer gemacht habe, weil wenn wir alles zu Fuß gemacht hätten selber. Puh. Das hätten doch die eine oder andere Folge gefüllt. Ja, jetzt ist er fertig. So, und dann sitzt er da weiter drin, ne? Wer ist denn da jetzt? Egon?
So, also Helfer aus, Rohr rein. Wieso der sich dann querlegt, weiß ich auch nicht. Guck mal, jetzt haben wir hier so ein Ötzelchen stehen. Naja, ist halt so. Fahre ich mal quer rüber, der ist da, fahren wir hinter dem her. Dann stören wir den auch nicht. Oh Gott, wenn ich dran denke, wie viele Steine wir sammeln müssen, ne? Aber da kann man auch den Helfer so ein bisschen mit beikriegen. Irgendwann sehe ich das sowieso. Komm, habe ich zwei Steine-Sammler. Ich sehe das schon. Das wird. Was ist denn jetzt hier? Motorschaden? Billig Mod aus China oder so. So. Hau weg die Kartoffeln. Da könnte man viel Sprit für machen für Stranded Deep, ne? Ja, Stranded Deep ist ja die Staffel jetzt beendet. Ist die Folge schon gekommen? Ich weiß gar nicht genau. Ja, sehr sicher. Ist sicherlich schon gekommen. Ne, da ist die Staffel ja jetzt beendet. Haben wir ganz durchgespielt, das Spiel. Das ist ja auch nicht ganz so umfangreich. Und ist ja jetzt auch bald soweit, dass hoffentlich der Frühling kommt. Und das ist eher so ein Winterspiel. Also finde ich immer, ne? Ist eher was für den Winter. So, jetzt nehmen wir da hinten mal die Ötzelchen. Die sammeln wir uns jetzt mal ein. Dann haben wir das schon mal erledigt. Weil das sieht man nur, wenn man da in der Nähe ist. So, hier. Warum auch immer der hier was stehen lassen hat. Und dann nehmen wir die auch noch mit. So. Kann man mal da hinten gucken, aber ich glaube, sonst ist hier nichts, ne? Ist ja eigentlich ganz schon recht akkurat gearbeitet dann, muss ich ja sagen. Oder doch, da steht was. Das könnte aber sein, dass das gar nicht gepflanzt war. Ja, ja. Da und weg ist es. Das war gar nichts. Gut. So. Müssen wir jetzt einmal selber drehen hier. Jetzt habe ich tatsächlich da so einen kleinen Ötzel stehen lassen. Das ist ja doof. Das lasse ich jetzt aber. Machen wir jetzt so, dass wir hier auch nur 5er regen. Jetzt hätte ich wegen dem kleinen Ötzel dann die ganze Zeit nur 4. Oh, die hat er genommen? Nee. Ein so eine scheiß Kartoffel hat er stehen lassen. Los. So, der ist jetzt wieder in Action hier. Ach, das sieht auch schon gut aus. Sind ja nicht so groß, die Felder. Das wird... Ich könnte ja jetzt schon mal die Zeit nutzen, den hier abbrechen und die Ötzelchen wegmachen. Dann haben wir den Trecker schon, weil da drüben, der ist ja nicht mehr lange, ne? Ja, komm, eine Reihe lassen wir noch machen. Und dann breche ich den ab. So, in der Zeit... Ich glaube, bin ich hier am nassen. Ach, jetzt waren wir ja hier noch dran. Ach, das müssen wir ja auch noch... Habe ich schon wieder vergessen, ne? So bin ich... Ich wollte mal eben gucken, wie ist das denn eigentlich mit unserer Silageproduktion? Aber erst am Arm kratzen. Dazu brauche ich beide Hände. Das ist nun mal so. So. Wie sieht's aus? Bei der langsamen Zeit wird sich da noch... Wird da wohl noch Action sein. Sonst muss ich zwischendurch mal Gras mähen gehen. Wir wollen ja genügend Silage haben. Da brauchen wir für alles Mögliche. Und Gärreste vor allen Dingen auch. Ah, läuft. Gras sind noch 82.000 drin. Silage 112.000. Und Gärreste 38.000. Ja, guck mal, ist ein ganzen LKW voll schon Gärreste drin. Gut, aber die Zeit läuft langsam. Dann ist das klar. Ja, dann fahren wir das erstmal verkaufen. Guck mal, jetzt steht da noch was. Hat jetzt schon gerade gar nicht mitgekriegt mehr. Ja, so ist das. So, dann geh mal an, du Karre, du.
Ich frage mich manchmal so, wo ich jetzt gerade gesagt habe, du Karre, du, denke ich an Kakadu. Wenn man einen Kakadu, ihr wisst ja, das ist so ein Papagei, ne? Und man sagt ja, Papageien sind sehr intelligente Tiere. Und wenn man jetzt zum Kakadu sagt, ey du Kakadu, ob der das versteht und beleidigt ist? Ich meine, ich frage für einen Freund. Aber auf die Ideen könnte man kommen, ne? Vielleicht beleidigt es. Ja, ist schon erstaunlich, wie intelligent die Tiere sind, ne? Diese Papageien. Die kann man wirklich, mit denen kann man wirklich allerhand anstellen. Man kann mit denen quasi, man kann die so ein bisschen was beibringen. Könnte man mit denen einfach Kartenspiele oder Farbensortierspiele machen oder so. Also das ist wirklich durchaus vergleichbar mit kleinen Kindern, vielleicht im Vorschulalter. So intelligent sind die. Das ist einerseits natürlich toll und interessant, wenn man jetzt selber so Tiere hält. Andererseits auch eine große Verantwortung und Verpflichtung. Man muss die Tiere... Ach, jetzt fahre ich doch hier vorbei, ne? Man muss die Tiere tatsächlich immer so ein bisschen beschäftigen, sonst langweilen die sich, die quälen sich. Und dann fangen die an, sich die Federn auszurupfen und so. Ja. Ist schon irre. Also, Papageien, wer sich Papageien hält, dazu... Boah, wie schnell geht das denn? Da richtig Applaus geklatscht, ne? 36,9. Ja. $81.000 auf Uhr und da steht noch mehr. Jetzt kommen wir wieder in Geldrausch, in Verkaufsrausch. Alles weg, viel Kohle machen. Na gut, die Helfer, die knabbern aber auch die ganze Zeit kontinuierlich. Das sind kleine Beträge, aber das läppert sich auch, ne? Das geht die ganze Zeit runter, das Geld da. Bei 3 aktiven Helfern. Tja. Kann man nur so faul sein, nicht einmal selber was machen. Aber ich bin doch beschäftigt. So. Ach ja. Ja. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da schon Erdbeben steht, aber nein, bei der langsamen Zeit passiert da nichts. Da hatten wir alles, das war alles, ne? Dann gucken wir nochmal nach den Preisen für die Schokolade, ob wir die verkaufen können oder was sonst noch Dinge sind, die nicht weiter verarbeitet werden, ob wir da noch irgendwo gute Preise haben. Gibt es da auch was von Ration? Gute Preise, gute Besserung. Auch ohne Zwillinge. So. So, dann lass doch mal gucken eben. Zucker? Nö, den brauchen wir noch. Eier? Nö, nicht verkaufen. Erdbeeren auch nicht. Kuchen ist der Preis nicht gut, haben wir schon geguckt. Mehl? Pff, könnte man drüber umladen, aber ja. Der könnte man mitnehmen, können wir drüben reinladen. Aber lass mal ein bisschen mehr den Käse. Wir gucken mal nach dem Käsepreis. Können wir auch hier eigentlich gucken, ne? Käse, Schokolade, Wolle verkaufen wir nicht. Käse, Schokolade, Möbel kennen wir ja Juni. Also ist nur Käse und Schokolade mal zu Controletti. So, wo haben wir das denn? Schokolade. Zwischen 5,4 und 6,4 etwa. Das bleibt hier. So, und dann noch der Käse. Der Käse hat... Rewe Bakersfield 5,3. Und ja, das wäre eigentlich hier. 5,3 ist das gut für... Ja, könnte besser sein. Also wie viel haben wir denn davon? Das lohnt nicht. Das, ja doch, 5.000 ist so ein bisschen... Da warten wir, bis eine bessere Zeit ist. Das fahren wir jetzt so weg. Ne? Also der Preis für Käse war jetzt nicht so schlecht. Aber er kann besser. Also fahren wir nur eben das noch weg. Und dann dürfte auch der kleine Flug da schon bald fertig sein.
Und dann machen wir da noch die Ötzelchen bereinigen und setzen den dann schon bald auf das Große an. Das ist ja auch bald fertig mit dem Ernten. Das läuft eigentlich ganz gut ineinander, so muss ich sagen. Und der knabbert uns die Kohle weg. Ja gut, aber wenn die Erntemaschine fertig ist und der kleine Flug fertig ist, dann setzen wir ihn drüben. Dann haben wir auch demnächst eine Weile erstmal nur einen Helfer nur am Laufen. Gut, eventuell noch für das Steine sammeln. Dann fahre ich dem aber immer mit der Krampe oder so hinterher. Und dann lassen wir ihn abladen, damit er keinen Mist baut. Ne? Den Tipp hatten wir ja auch mal gekriegt, den wertvollen. Die ganze Kohle, die wir jetzt kriegen, die geht alle in die Helfer. Eigentlich ist das doch Quatsch, denn ich mache das Ganze doch, um Kohle zu verdienen und gebe die dann für die Helfer wieder aus. Naja. So, kriege ich das so hin? Ja, ja, ja. So. Was haben wir jetzt? 90,5. Ja. Jetzt haben wir hier auch alles erledigt und hat alles mit dem langsamen Trecker. Ja, kannst du mal sehen. Aber der könnte auch mal repariert werden. Reparaski. Und Gewaschski, der ist doch ganz schön dreckig geworden. Können wir eigentlich mal eben machen. Dann ist das erledigt. So. Keine Möbel da. Wir könnten mal nach. Ich denke immer so, ach, gucken wir mal, wie viel Milch da schon ist. Da wird nicht viel drin sein bei 0,5er Zeit. Na? So, dann fahren wir hier hin, machen wir das erstmal fertig. Was war das denn jetzt? Ding! Als wenn sich da noch so ein Gurt irgendwie nachträglich gemeldet hätte. Nee, machen wir die Karre aus jetzt. So. Na? 3 Taler. Hier geht die Kohle gleich wieder raus. Es ist zum Mäusemelken. So. Haben wir den jetzt repariert? Darf ich jetzt zu früh weg? Nee. Nee, nee, hat er gemacht. Alles klar. Ich dachte, ich hätte das jetzt weggedrückt. Fangen wir hier mit dem Kleinen an. Man meint auch, ist doch fertig. Nee, nee, wenn man genau guckt auf die Fläche von dem Gewicht, dann sieht man, dass der noch ein bisschen weiter kann. Meine ich zumindest. Aber jetzt ist er, mehr kann er nicht, ne? So, jetzt hier, da gucke ich mir so die Felgen an, die gelben. Wenn das makellos ist, dann ist der sauber. Jo, und dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge, sehe ich gerade. Kannst mal sehen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wenn der kleine Trecker mit dem Feld da hinten fertig ist, mit dem kleinen Flug, dann nehmen wir uns den großen Flug, machen die Ötzelchen weg und setzen den kleinen Trecker dann da an, dass der da weitermacht. Dann haben wir den Trecker schon mal wieder zur Verfügung, ne? Und wenn die Erntemaschine fertig ist, dann können wir die auch ausladen, dann ist der Helfer ja auch weg. So, hier ist gut. Das machen wir hier auch noch. Ja. Und dann können wir die Maschine auch sauber machen, reparieren, wegstellen erstmal. Wir gehen ja demnächst, brauchen wir die noch für die Rüben. So. Ja, guck mal. Da sieht das doch alles wieder gut aus. Alles schicki, sieht aus wie neu. So, bringen wir das mal weg. Ja.
Naja, meine ich auch. So, stellen wir den einfach mal hier so ab. Solange alles klärchen. Jo. Dann wär's soweit. Ich blätter noch mal eben durch hier. Der ist jetzt auch bald fertig. Ich lasse das Spiel jetzt nur so lange laufen, bis der hier fertig ist. Dann brauche ich den nicht mal neu ansetzen. Der macht ja jetzt eigentlich komische Sachen, ne? Die kleinen Ötzelchen, die macht da. Guck mal. Jetzt sagt er, ist fertig. Wie fertig hier? Ja, ich sehe schon, da muss ich wieder selber ran. Das machen wir beim nächsten Mal. Was haben wir denn hier noch? Ja, kleine Ötzelchen sind okay. Der ist ja auch fast fertig. Gut. Der hat noch genug zu tun, aber den schnappen wir uns dann. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und lasst ein Like und einen Kommentar da. Und beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir hier weitermachen mit dem Erntesommer, denke mal, da kriegen wir dann auch einen Meilenstein so langsam zu fassen. Da, ja, ich will das nicht alles selber sammeln, die Steine. Da werden wir viel auch Helfer arbeiten lassen. Gucken wir mal. Bis dann. Bye bye und A tschüssi. wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices.